Da ist ein Mann, seine Heimat ist der Wald, er fährt mit den Maschinen durch jeden Busch. Doch er hat einen Feind, der seine Heimat jetzt zerstört. Wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Fichten mehr. Wo kommt das Bauholz her, o Herrgott, sag es mir. Der Käfer bohrt sich in die Rinde, zerstört damit den ganzen Baum. Es dauert nicht lang, dann ist er braun und lässt die Nadeln fallen. Wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Fichten mehr. Wo kommt das Bauholz her, o Herrgott, sag es mir. Dann rollen die Maschinen an und fangen mit der Arbeit an. Die ganzen Bäume müssen raus, sonst ist es für den Wald hier aus. Wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Fichten mehr. Wo kommt das Bauholz her, o Herrgott, sag es mir. Da 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 da. Das meiste Holz wird exportiert, so bleiben hier Regale leer. Das finden unsere Handwerker auch nicht gerade fair. Wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Fichten mehr. Wo kommt das Bauholz her, o Herrgott, sag es mir. Die Fichten halten dem Klima nicht stand, man hat sie längst aus dem Wald verbannt. Jetzt muss schnell was anderes her, sonst bleibt der Wald hier leer. Wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Fichten mehr. Wo kommt das Bauholz her, o Herrgott, sag es mir. Wird der Mann in seiner Heimat in Zukunft auch noch Arbeit haben, oder ist es bald vorbei mit seiner Singerei? Da 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 da. Wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Fichten mehr. Wo kommt das Bauholz her, o Herrgott, sag es mir. Da 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 da